Diese Debatte heute hier war, glaube ich, für die Zuschauer spannend. Es ist klar, dass nach dieser Debatte Rot, Rot und Grün, wenn es denn geht, auch nach der Wahl zusammenarbeiten werden. Es ist klar, dass sie die Gymnasien, die Realschulen, die Hauptschulen und die Gesamtschulen auflösen wollen. Der eine schnell, der andere weniger schnell. Es ist klar, dass sie keine Finanzierungsvorschläge haben, sondern Wahlgeschenke in Milliardenhöhe verteilen wollen, ohne zu sagen, wo das Geld herkommt. Und das auf dem Hintergrund einer massiven Verschärfung der Krisensituation. Denken Sie an Portugal, denken Sie an Spanien, denken Sie an Griechenland. Und es ist schade, dass es nicht möglich war, klar zu sagen, dass wir jetzt alle Kräfte darauf konzentrieren müssen, stabile Verhältnisse in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen zu halten, indem wir nicht nur mit den Finanzen anständig umgehen, sondern indem wir Bund und Land zusammenarbeiten und nicht, wie hier geschehen, von Seiten der linken Parteien die Bundeskanzlerin massiv angreifen. Sie sorgt dafür, dass wir nicht Milliarden einfach nach Griechenland schicken, sondern dass wir das nur tun, wenn wir unsere nationalen Interessen durchsetzen können, sprich den Euro stabilisieren, unsere Arbeitsplätze stabilisieren und dafür sorgen, dass keiner Angst haben muss, die Rentner genauso wenig wie die Sparer.